Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Lagebericht zum Ukraine-Krieg. Das ist die Ausgabe 8.1. 8.1 deshalb, weil ich gerade im Moment bin, die Ausgabe 8 hochzuladen und nach dem Abschluss gemerkt habe, dass ich trotz meiner Spickzettel einige Punkte noch vergessen habe und die könnten eventuell wichtig sein und ich will nicht damit warten, bis die nächste Ausgabe kommt. Daher so kurz und bündig wie möglich. Im Internet wird nun kolportiert, dass Russland Janukowitsch, den vorherigen Ministerpräsidenten, der in der Revolution 2014 gestürzt wurde und nach Russland geflohen ist, wo er Asyl erhalten hat, dass er diesen nach Minsk, also nach Weißrussland, gebracht hätte. Von dort ist der Weg nach Kiew ziemlich kurz. Das würde insoweit logisch sein und demnach, laut dieser Seite, hätte er vor, ihn zum neuen Präsidenten der Ukraine zu erklären. Diese Seite, ich weiß nicht, wie offiziell die ist. Von daher kann ich nichts über die Glaubwürdigkeit sagen. Insoweit würde es ein Stück weit Sinn ergeben. Hier sehen wir, geben als Quelle an die ukrainische Pravda. Die kann natürlich auch Unsinn schreiben. Aber es würde soweit Sinn ergeben, weil Putin mit ihm zusammengearbeitet hat, dass Janukowitsch in der heutigen Ukraine irgendeine Akzeptanz finden würde, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber für Putin hätte es den Vorteil, dass er und seine Leute behaupten ja, Janukowitsch, das habe ein sogenannter Putsch gegeben. Das war es natürlich nicht. Da können Sie im Duden nachschauen, was die Semantik ist auch in dieser Hinsicht wichtig. Ein Putsch ist etwas anderes. Das war eine Revolution, aber es soll eben gegen die Verfassung gewesen sein, der Austausch von Janukowitsch durch also seine Absetzung sozusagen, die sei gegen die Verfassung gewesen. Und hier könnte Putin dann das Argument suchen, dass er sozusagen die verfassungsgemäße Ordnung wiederherstellt. Und daher muss ich sagen, ist es ein gutes Stück weit glaubwürdig. Und wenn dann Janukowitsch mit seiner Hilfe irgendwelche Verfassungsreformen durchbringt, die beispielsweise die Ukraine demilitarisieren und einen NATO-Beitritt langfristig ausschließen, dann könnte er Putin ja auch in gewisser Maßen dann anschließend ertragen, wenn Janukowitsch später dann wieder abgewählt würde oder abgesetzt würde und so weiter und so fort. Also es ist in der Tat, scheint das eine glaubwürdige Nachricht zu sein, eher noch als das, was während der Vorbereitung des Krieges bekannt wurde, dass irgendein pro-russischer Politiker, der 1,5% in der Präsidentschaftswahl erhalten hat, dass Putin ihn einsetzen wolle. Also da ist Janukowitsch die deutlich bessere Wahl und man könnte davon ausgehen, dass Janukowitsch dazu bereit wäre, denn wäre ich aus dem Land gejagt worden, hätte ich vielleicht auch Lust, wieder zurück auf meinen Thron zurückzukehren. Ein sehr eindrucksvolles Video müsste das hier sein, genau. Hier sehen wir, das ist wirklich, das wollte ich nur, weil das mal ein Video ist, was anders ist als das, was wir bislang gesehen haben. Wie gesagt, ich vermeide es Ihnen, ständige Kampfvideos zu zeigen, wenn da kein Mehrwert drin ist und zerstörtes Gerät. Warum soll ich Ihnen da jedes Mal 10 Minuten die Zeit rauben? Kriegsgefangene will ich generell nicht zeigen, weil das meines Erachtens diese Behandlung von beiden Seiten Kriegsverbrechen nahe kommen oder welche sind. Aber hier sehen wir mal was anderes und zwar filmt hier jemand, das soll wo sein? In Kiew, also nahe Kiews. Das wäre dann wieder an der Ringstraße, wo die wohl gerade vorrücken. Und der filmt hier einen russischen Panzer. Ja. Und er schreit nicht. Er schreit nicht erschreckt. Er steht auf und geht zum nächsten Fenster. Okay. Also hier flucht er wohl etwas, ich verstehe kein Russisch. Aber das muss ich sagen, die Aufnahme ist ziemlich beeindruckend. Und das ist mal was Neues. Und er scheint auch unverletzt zu sein. Unverletzt, wenn wir den Einschlag nochmal sehen. Ja, also hier die Beschreibung war, es schießt auf den, auf jemanden. Aber wir können hier sehen, den Einschlag in dieser Hütte und auch die, ich weiß nicht, womit da geschossen wurde, denn wenn das durchschlagen wird, würde ich sagen, es war kein Heat, also kein High Explosive Anti-Tank, sondern möglicherweise tatsächlich nur APDFS, also sozusagen, das können Sie Armor Piercing Discarding Sabert, je nachdem mit Finstabilisierung, das würde hier eingesetzt werden, das können Sie sich vorstellen wie eine Abpfeil, normalerweise aus abgereichertem Uran oder Wolfram, der
der deutlich unter dem Kaliber des Rohres ist und die sehr schwer ist, deswegen abgereichertes Uran oder Wolfram. Und der erhält die gesamte Wucht einer großkalibrigen Kanone, indem er die Explosionswirkung der Antriebsladung auf sich konzentriert. Aber das wird dann alles durch eine Konstruktion, die dann aufpilzt und nur der Pfeil in der Mitte weiterfliegt, wird diese gesamte Kraft auf diesen kleinen Pfeil übertragen, der dann wiederum die gesamte Kraft auf einen Punkt der Panzerung konzentriert und damit enorm hohe Durchschlagsleistung erreicht. Also ich weiß nicht, ob das das hier ist. Das war jetzt ein Exkurs, der überhaupt nichts damit zu tun hatte. Aber gut, mir scheint es wie ein glatter Durchschlag zu sein. Das würde dann bedeuten, das war möglicherweise eine APDFS. Und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt eine Detonation war, die hier drunter stattfindet. Also das könnte vielleicht tatsächlich nur die Wirkung des Einschlags dieser Wuchtmunition sein. Aber hier gibt es vielleicht auch erfahrenere, schlauere Kommentatoren als mich, die sagen können, nee, es war doch was anderes. Aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, es war ein Wuchtgeschoss und nicht also panzerbrechend und nicht hochexplosiv. Und damit war der hier oben durch Splitterwirkung gefährdet, aber weitaus weniger als bei einer Sprengladung. Das nur, weil es ein interessantes Video war, und jetzt noch zwei andere Sachen. Und zwar hier von der russischen Propagandaseite, die aber höchstwahrscheinlich hier korrekt ist, weil sie laut eigener Angabe nur offizielle Angaben des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht. Demnach geben die Russen an, zum jetzigen Zeitpunkt hätten sie 47 Kampfflugzeuge der Ukraine auf dem Boden und 11 zerstört und 11 in der Luft. Hier die Zahlen kommen mir glaubwürdig vor. Wir müssen eigentlich hier bedenken, dass wir zwei Aufnahmen hatten, wo die Flugzeuge aller Wahrscheinlichkeit nach ausgemustert waren oder zumindest nicht betriebsbereit als Ersatzteilspender oder ähnliches. Und es ist davon auszugehen, dass Russland diese natürlich, weil es sie angegriffen und zerstört hat, natürlich auch hier mit nennt. Also es werden schon noch grob die Hälfte der ukrainischen Kampfflugzeuge sollte noch vorhanden sein. Im Ganzen 1500 militärische Infrastrukturen angegriffen worden. Hier wiederum ist es etwas kritischer zu sehen, denn die Russen zeigen mitunter, dass sie bei der Definition eines militärischen Ziels etwas großzügig sind, um das mal diplomatisch auszudrücken. 51 Kommandoposten zerstört worden. Glaubwürdig, es gab jetzt Bilder von einem Angriff mit Iskander auf ein Kommandozentrum, das ziemlich zerstört wurde und dort seien 70 Personen gestorben. Ich weiß es nicht. Ich frage mich, ob die Ukrainer tatsächlich noch in ungepanzerten, ungeschützten Gebäuden an der Oberfläche ihre militärische Infrastruktur unterhalten und nicht längst in irgendwelche Bunker dafür gegangen sind. Denn dass diese Infrastruktur den Russen bekannt ist und dass sie über die Mittel verfügen, sie zu bekämpfen, sollte eigentlich auf ukrainischer Seite bekannt sein. Von daher kann ich das nicht beurteilen. Aber das war eine, das nur auch wieder, ich fange schon wieder an, lang und breit zu reden. 38 S-300, das sind deutlich mehr als beim letzten Mal, glaube ich. Aber da hatte ich gesagt, da waren die Analysen so, dass man davon ausging, nach dem ersten Tag sei der Großteil der S-300 wahrscheinlich ausgeschaltet. Von daher absolut glaubwürdig. Und hier sehen wir sogar, hier steht es, 38 S-300 Buk M1 und OSA. Das heißt, das wäre wiederum nicht sonderlich eindrucksvoll, denn die Ukraine hatte mehrere hundert S-300 Buk, OSA, Tor hatten sie, glaube ich, auch, Tunguska hatten sie, glaube ich, auch. Und dazu kommen sogar noch Schilka, die ich da noch gar nicht mitzähle. Also, die hatten, das ist nur bestenfalls, sagen wir mal, 20% der nominellen Stärke der ukrainischen Luftabwehr, wobei nominell hier betont werden muss, denn wir haben wenig Informationen, wie viel davon einsatzbereit war zu Beginn des Krieges. 51 Radarstationen, wenig überraschend, 472 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge. Wie ich schon in der Vergangenheit gesagt habe, die russischen Angaben decken sich mit dem, was ich erwarten würde, angesichts ihres Vormarsches, ihrer Überlegenheit und ihrer Macht. Das ist keine absurd hohe Zahl. Angesichts der Kämpfe, die stattgefunden haben, kann übertrieben sein, aber generell würde ich erwarten, diese ganzen Angaben weitgehend liegen so in plus minus 20%. Eher natürlich Minus. Im Zweifelsfall geben sie höhere Zahlen an, auch mangels wi besseren Wissens. Aber generell dürften wahrscheinlich 400 zerstörte Panzer und gepanzerte Fahrzeuge dürfte wahrscheinlich realistisch sein. 62 MLRS. MLRS sind natürlich relativ einfach zu orten, sobald sie schießen, denn der Rauchschweif ist markiert den Ort eindeutig, von wo geschossen wurde. Wenn man in dem Fall bewaffnete Drohnen oder Kampfflugzeuge hat, dann
ist diese MLRS praktisch garantiert ausgeschaltet. Ansonsten haben die Russen ja, sollten sie zumindest über gutes Counter-Battery-Radar verfügen, also Radargeräte, die den Abschussort entdecken von Artillerie und Raketenartillerie und diese das dann zu Zieldaten verarbeitet, was an die eigene Artillerie weitergegeben werden kann. Sehen wir uns die analogen Funkgeräte an, könnte da die Sicherheit der russischen bezüglich der russischen Technik doch wieder etwas leiden, die Gewissheit. Aber generell würde ich erwarten, dass sie das haben. Daher ist 62 MLRS absolut glaubwürdig oder weitgehend glaubwürdig. 200 Artillerie und Mörser ist viel, aber auch nicht über die Maßen viel. 335 Special Military Vehicles. Ich habe keine Ahnung, das können natürlich militärische LKWs sein und Pickups und Geländewagen. Ist viel, aber ist nicht über die Maßen viel angesichts der Dominanz in der Luft und angesichts des Vormarsches und der Überlegenheit in der Artillerie. 46 Drohnen, die Ukraine hat, wie ich im vorherigen Video gesagt habe, neue Drohnen erhalten. Und sie hat auch nicht nur Bayraktar gehabt, aber dass die Bayraktar Schaden nehmen und unter den Angriffen leiden, das ist wenig überraschend und davon war auszugehen. Die ukrainische Seite gibt an, 5.700 Soldaten getötet. Ich bin mir nicht sicher, ob sie hier getötet und verwundet nehmen und ob sie hier die rechnen, die verwundet in den russischen Rückraum, in die russischen rückwärtigen Gebiete gebracht werden. Das ist mir völlig unklar. Mir kamen die Zahlen immer hoch vor. Andererseits sind angesichts der Gegenwehr der Ukrainer und des Umstandes, dass sie sich auf den Angriff mit NATO-Hilfe höchstwahrscheinlich vorbereiten konnten und dass der Verteidiger im Normalfall größere Verluste anrichtet, als er selbst erleidet, ist es vielleicht gar nicht so unglaubwürdig. Angesichts dessen, dass natürlich noch der Fog of War, also die Ungewissheit mangels Informationen hinzu eine Rolle spielt. 200 Gefangene werden jetzt genannt. Das halte ich für glaubwürdig. Ich habe eine ganze Reihe an Bildern gesehen. Leider führen die Ukrainer die Kriegsgefangenen ja vor und lassen sie teilweise ihre Mütter anrufen und solche Geschichten, die rechtlich überaus fraglich sind. Aber 200 ist eine in sich logische und glaubwürdige Angabe. Wenn die jetzt gesagt hätten 20.000, hätte ich laut gelacht, aber 200 ist wenig überraschend. 29 Flugzeuge, auch hier steht jetzt auch nur noch damaged, also sogar nur beschädigt, noch nicht mal abgeschossen. Glaubwürdig, Hubschrauber 29 abgeschossen, auch glaubwürdig. Dann habe ich selbst schon sicherlich 10, 15 per Video verifizieren können und dass das nicht alle waren, davon war auszugehen. 200 Kampfpanzer zum jetzigen Zeitpunkt ist viel, aber glaubwürdig. BBM soll wohl die gepanzerten Fahrzeuge sein. 846 kommt mir noch etwas viel vor. Andererseits habe ich gerade gesagt, dass die Ukrainer 472 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge verloren hätten. Also ja, sie sind in der Defensive, sie können daher mehr Schaden anrichten. Generell halte ich diese Zahlen aber für optimistisch. Artillerie und Luftabwehr halbwegs glaubwürdig. Was PC-3B ist, weiß ich nicht. Weiß ich schlicht nicht. Fuel Tanks, was das ist, wie gesagt, das scheint mir eine automatische Übersetzung zu sein. Fuel Tanks klingt mir eher so nach Treibstofftransportern. Möglich. UAVs, ich glaube, zuletzt wurden zwei genannt, gerade mal drei, also ein weiterer Abschuss. Nichts Ungewöhnliches. Boote 2 steht seit langer Zeit da und Automotive Equipment wären dann wohl LKWs und so weiter. 305 für sich auch nicht unglaubwürdig. Mein Problem besteht nur mit den inzwischen bald 1000 Panzerfahrzeugen. Das kommt mir übertrieben hoch vor und die Gefallenen, da bin ich nicht sicher, wobei es nicht gänzlich unglaubwürdig ist. Gut, das war's schon. Wahrscheinlich schon wieder 20 Minuten. Aber das ist jetzt die Ergänzung zu 8.0 und auch hier wieder der Hinweis, es gibt jetzt einen Discord-Kanal. Da können natürlich Informationen ausgetauscht werden, Tipps gegeben werden und so weiter. Würde ich mich freuen, Sie dort zu sehen. Und ansonsten das Social Media Gebettel, Daumen hoch, Kommentar und abonnieren bitte, wenn es gefallen hat. Bis bald, vermutlich binnen der nächsten 24 Stunden zum nächsten Lagebericht. Danke für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen.